Die Angst vor einem Atomkrieg ist spätestens seit der Zündung der ersten Bombe 1945 allgegenwärtig. Während des Kalten Krieges zwischen dem Westen und dem Ostblock gab es unzählige verschiedene Szenarien und Übungen, die mehr oder weniger direkt mit dem Ende der Welt gespielt haben. Da konventionelle Häuser selbst beim Militär einer Atombombe nichts entgegenzusetzen hätten, ist der Ausbau von Schutzräumen überall auf der Welt vorangegangen. Auch wenn der Kalte Krieg beendet ist, gibt es noch eine Vielzahl von Bauwerken, die selbst einen Atomkrieg überstehen und Schutz vor diesem apokalyptischen Szenario bieten würden. Was hat es mit ihnen auf sich und was ist der Grund dafür, dass selbst heute noch so viele Bauwerke entstehen, die Schutz vor einer Atombombe bieten würden? Diese Frage beantworten wir hier in diesem Video. Vyvis Axe Point. Die Angst vor dem Ende der Menschheit hat in den Jahren nach dem Ende des Kalten Krieges zwar abgenommen, ist aber in vielen Köpfen von Menschen immer noch allgegenwärtig. Im schönen Kalifornien errichten sie ganze Nachbarschaften an Bunkern, von denen versichert wird, dass sie einen Nuklearschlag aushalten würden. Auf dem Gelände der Bunker-Communities stehen mitunter bis zu 50 Schutzräume, die nach Bedarf sogar schon weiter ausgebaut werden können und ein Überleben nach der Apokalypse in einer freundlichen Nachbarschaft erlauben sollen. Die neueste Community ist in South Dakota entstanden und besteht aus ehemaligen Bunkern des Militärs, die nun durch das Unternehmen aufbereitet werden. Neben dem Versprechen, dass man hier den Abwurf einer Atombombe überleben würde, bietet das Unternehmen auch ganz alltägliche Ansätze für die Zeit nach der Apokalypse. Die Bunker können auf Wunsch heimelig eingerichtet und mit Möbeln ausgestattet werden, damit man auch im Fall eines Atomkriegs den LED-Fernseher zur Hand und den Pokertisch samt künstlicher Fenster zur Verfügung hat. Angebote starten bei einem 25.000 Dollar Kaufpreis und einer jährlichen Wartung von 1.000 Dollar. Svalbard Global Seed Ward. Auf der norwegischen Insel Spitzbergen befindet sich die Versicherung der Menschheit, dass auch bei einer globalen Katastrophe das Artensterben begrenzt und das Überleben der Menschheit gesichert wird. In dem Bunker, der in das ewige Eis gebaut wurde, befinden sich Proben und Keimlinge von beinahe allen bekannten Pflanzen auf der Welt. Sie sorgen dafür, dass im Zweifel Felder neu gesät und somit eine Versorgung mit Nahrung auch bei einem Zusammenbruch der Zivilisationen gewährleistet werden könnte. Nicht nur der Ort des Bunkers ist dabei beachtlich, auch die Schutzmaßnahmen. So ist das Gelände gegen Fluten, Atomeinschläge, Erdbeben und die meisten anderen gängigen Szenarien von Katastrophen geschützt. Die einmalige Datenbank an Samen und Keimlingen soll dabei helfen, die Artenvielfalt zu erhalten und auch im schlimmsten Fall aller Fälle einen Rettungsanker für die Menschheit sein. Darüber hinaus stellt Norwegen der Welt die Lagerung vollkommen kostenlos zur Verfügung und trägt damit einen wichtigen Dienst bei. Sicheres Haus in Polen. Maximale Sicherheit gewähren nicht nur Bunker. Denn wer das nötige Kleingeld hat, kann sich auch ein Eigenheim errichten lassen, mit dem man gegen sämtliche Gefahren der zivilisierten Welt geschützt ist, sogar Zombieangriffe. Etwas außerhalb von Warschau befindet sich ein besonders gutes Beispiel dafür, dass genügend Geld auch genügend Sicherheit für den Ernstfall kaufen kann. Auf den ersten Blick erscheint das Haus auf dem riesigen Gelände einfach wie ein modern designtes Eigenheim mit vielen Fenstern und dem Look aus Metall, bis der Notfallmodus aktiviert wird. In diesem Fall werden sämtliche Außenflächen mit starken Metallwänden verdeckt und alle Öffnungen zum Haus geschlossen. Im Notfallmodus wird auf ein eigenes Filtersystem umgestellt und die Energieversorgung umgeleitet. Auf diese Art und Weise soll es laut dem Architekten und der Firma hinter dem Bau möglich sein, selbst einen Atomschlag im eigenen Wohnzimmer zu überstehen. Und sollte die Zombie-Apokalypse doch noch eintreten, wäre man hier selbst vor dieser Gefahr sicher. Arche von Konietzny. Ein ähnliches Konzept verfolgt ein modernes Haus, das ebenfalls in die Einsamkeit von Polen gebaut wurde. Auf den ersten Blick erscheint das Haus noch viel mehr wie ein Beispiel für moderne Architektur. Am meisten fällt auf, dass es gar nicht richtig auf dem Hügel zu halten scheint, auf dem es errichtet wurde. Aber das ist ein Teil der Planung. Denn die Arche soll nicht nur Schutz vor einer Welt bieten, in der nuklearer Fallout vorhanden sein könnte, sondern im Zweifel auch Fluten, Erdbeben und andere Katastrophen überstehen. Gleichzeitig müssen die Bewohner nicht auf Luxus oder anderen Komfort verzichten und können sich an einer modernen Einrichtung und einem wunderbaren Blick über die Landschaft erfreuen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man das Szenario eines weltweiten Krieges mit Atomwaffen überstehen könnte. Städtischer vertikaler Wald. Ob das Konzept eines vertikalen Waldes einen Atomangriff überstehen würde, dürfte bei den Konzepten eher bezweifelt werden. Auf jeden Fall ist man hier aber sicher vor den anderen Formen der Apokalypse. Das Konzept, das bewaldete Hochhäuser in Städten vorsieht, soll nämlich eine der Möglichkeiten sein, wie man das beständige Baumsterben, was nicht zuletzt durch die Urbanisierung ausgelöst wird, bekämpfen kann.
Die bewaldeten Häuser, die Natur und Wohnbereiche in Einklang bringen, können ein Teil der Lösung sein. Dabei sind sie in den Städten nicht nur ein Blickfang, sondern steuern eine wichtige Rolle bei der Bekämpfung des Klimawandels bei. Hier geht es nämlich nicht einfach nur um eine Begrünung im modernen Design, sondern natürlich auch um Nachhaltigkeit beim Bau in Großstädten. Einsamstes Haus der Welt. Es gibt ein paar Orte, bei denen man sich recht sicher ist, dass sie Ziele bei einem Atomkrieg wären. Metropolen wie Los Angeles, Moskau oder New York stehen mit Sicherheit ganz oben auf der Liste potenzieller Kriegsparteien. Und bei einer Flut haben es die meisten Städte auch eher schwer. Warum nicht einfach auf die sprichwörtliche einsame Insel ziehen? Ein einsames Haus auf der kleinen Insel Ellidey südlich von Island könnte da die richtige Wahl sein. Das weiße Landhaus ist inzwischen auf vielen Fotos aufgetaucht und hat schon so manchen Mythos mit sich gebracht. Mitten auf einer begrünten Felsinsel gelegen und kein Zugang zur Zivilisation. Wer könnte hier leben? Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein Gästehaus für eine Jagdgesellschaft. Auf dieser Insel befinden sich viele Papageientaucher, die in Island für ihr Fleisch gejagt werden. Die hiesige Jagdgesellschaft ließ das Landhaus erbauen und nutzt es für Übernachtungen und als Lager, wenn man hier auf die Jagd geht. Vor den meisten Katastrophen dürfte man hier aber in jedem Fall sicher sein. Dunbar-Felsen. Wer selbst einmal das Gefühl von einer einsamen Insel erleben möchte, kann sich ja hierfür ein Hotelzimmer auf den Dunbar-Felsen mieten. In der Nähe der karibischen Insel Guanaya gelegen, ist es eigentlich nur ein Felsen mitten im Meer, auf dem ein mutiger Architekt ein ganzes Hotel errichten lässt. Bis zum letzten Quadratmeter wurde das Fundament genutzt, um das Hotel mit seinen 20 Apartments in die Höhe wachsen zu lassen. Eine Anreise ist nur mit dem Schiff möglich und da man vom nächsten Festland bis zu 100 Kilometer entfernt ist, gibt es eigentlich keine Sorgen auf der Welt, die man hier beachten muss, wenn man einmal von der Versorgung mit Nahrungsmitteln und Wasser absieht. Darüber müssen sich die Gäste bei einem Besuch aber keine Sorgen machen. Das Hotel wird mit 4 Sternen bewertet und hat exzellente Bewertungen. Es ist eine Übernachtung der anderen Art und lädt vor allem mit dem Meer der Karibik, tollen Riffen in der Umgebung und vielen Gelegenheiten zum Tauchen ein. Wenn während des Urlaubs der Rest der Welt untergeht, wird man es zudem hier wohl erst spät mitbekommen. Mount Selfords. Einen 4-Sterne-Service gibt es in den Mount Selfords nicht und auch die Küsten von Großbritannien und Europa sind deutlich näher. Dafür ist man hier inmitten der Nordsee wenigstens auf einer Konstruktion, die vom Militär errichtet wurde. Die Forts in der Nordsee wurden während des Zweiten Weltkriegs für Radaranlagen errichtet und sind danach als ein Relikt aus dieser Zeit erhalten geblieben, was nicht zuletzt daran lag, dass sie nur mit einem immensen Aufwand versenkt werden können. Perfekte Bedingungen also, wenn man auf der Suche nach einem stabilen Unterschlupf für den Fall der Apokalypse ist. Die vielen Türme und Forts erheben sich also noch heute. Wer hier allerdings Zuflucht im Fall des Falles suchen möchte, muss damit leben, dass andere Personen auch schon auf diese Idee gekommen sind. Seit mehreren Jahrzehnten werden die Forts offiziell von Piraten besetzt, die hier sogar ihre eigene Nation ausgerufen haben. Da man keinerlei Nutzen für diese Forts hat, gab es nur wenig Widerstand gegen dieses Vorhaben und wer weiß, im Fall einer Katastrophe könnte es ja die letzte überlebende Nation der Erde sein. Raketensilo. Wer wirklich Sorgen vor einer Apokalypse hat, vor einem nuklearen Angriff oder vor Zombies, der sollte sich mal ein bestimmtes Haus in Clayburgh in den USA ansehen. Wer das kleine Haus findet, wird überrascht sein, dass das Gebilde eigentlich nur der geheime Eingang zu einer unterirdischen Festung ist. Bis zu 14 Stockwerke unter der Erde befindet sich ein ehemaliges Raketensilo der Amerikaner, das in den letzten Jahren in eine luxuriöse Wohnung umgebaut wurde. Mit Sauna, Jacuzzi und einer eingebauten Filteranlage ist man vor allen Eventualitäten geschützt, kann einen Atomkrieg überleben und mit der Landebahn vor der Tür einfach wegfliegen. Das Haus wird regelmäßig neu verkauft und kann für den Preis von etwa 1 Million Dollar erworben werden. Das unterirdische Versteck. Wer ein paar Freunde oder die Familie mitbringen und 20 Millionen Dollar ausgeben möchte, kann das Ganze einfach in einer Luxusversion in Georgia haben. Hinter einem alten Getreidesilo befindet sich in Wahrheit eine Anlage, die eine 20-Megatonnen-Explosion aushält und gleichzeitig mit 7 Wohnungen nach edelstem Standard bestückt ist. Bis zu 20 Menschen können hier einige Wochen unter der Erde überleben und müssen dabei kaum auf einen Komfort verzichten, während die Welt über ihnen untergeht. Das versprechen die Erbauer, die höchste Standards nicht nur bei der Einrichtung, sondern auch bei der Sicherheit der Anlage garantieren. Diese kleine Auswahl an kuriosen Schutzräumen ist im Video natürlich nur eine kleine Auswahl. Was glaubt ihr, wo ihr im Fall einer Apokalypse am sichersten wärt? Schreibt's gerne mal unten in die Kommentare rein. Damit vielen Dank fürs Zuschauen. Klick hier auf eins der Bildchen und schau dir ein weiteres spannendes Video an. Wenn dir das Video gefallen hat, zeig's uns gerne mit einem Daumen nach oben und wir sehen uns bald wieder. Lass auch gerne ein Abo da, um nie wieder neue Videos zu verpassen.